genoss. GG. Also ab geht's, Freunde. Los geht's. Ab geht's. So, wie gesagt, morgen werdet ihr mich auch nochmal hier sehen bei 99 Damage mit dem nächsten Tag des IM Katowice EU Close Qualifier. Und dann seht ihr mich erstmal wieder am Samstag. Samstag bin ich dann in Oldenburg auf den Meisterschaftsfinals. Da freue ich mich natürlich auch richtig. Und da sehe ich auch einige von euch auf jeden Fall persönlich. So, Rob Zombie, Rob Nimmer sagt auch Grüße, dann kriege ich an euch raus. Und jetzt geht es hier Stück für Stück nach vorne. Und wir gucken mal, wer hier die Nase vorne haben wird in diesem Schlagabtausch. So, X-Space Soldiers kommt auf den Spot drauf, hat aber schon zwei Spieler verloren, nee, einen bisher. Und kann jetzt zumindest schon mal gegen North gut gegenhalten. Also Calixpass und Engine sind die letzten drei Überlebenden gegen AZ, Walde und Kirby. Und jetzt steht Walde natürlich wunderbar close, kriegt den ersten Frag erzielt, zweiten auch mal schön auf dem Schädel drauf. Dann ist nur noch Calix alleine gegen zwei. Die Bombe liegt nicht für ihn, schön abgeaimt. Und North gewinnt hier diese Pistole. Easy peasy, lemon squeezy. Spyro, wenn du eine Minute Zeit hast, schau mal bitte auf Facebook. Mache ich nach der Arbeit, also wenn ich zu Hause bin. Da gucke ich immer sehr selten nach. Aber werde ich im Hinterkopf behalten. So, weiter geht's. So, Hansi, ich habe das sehr oft angekündigt, lieber Hansi-Mann. Aber ich glaube, es gibt keine Tickets mehr. Ich muss mal gucken, ob es auf Eventbrite vielleicht noch eins gibt. Aber ich glaube, es gibt keine Tickets mehr für die ESL-Meisterschaft. Das war bis, also letztens auf Twitter wurde gesagt, dass es komplett ausverkauft sei. Aber vielleicht gibt es ja noch irgendwie auf eBay oder sonstiges ein Ticket. So, auf jeden Fall setzt man hier schon mal direkt wieder die Nordmänner unter Druck. Denn die Jungs von X-Space Soldiers, die sagen nicht, nee, wir gehen jetzt hier in Ego, sondern die wollen eiskalt mit Waffenpower punkten. Die wollen diese Runde für sich entscheiden. Und ein Trade hat man schon mal gemacht. Molotov kommt sehr, sehr gut in den Pool, wird jetzt ausgelöscht und auf einmal ist X-Space Soldiers hier komplett auf dem Spot vorhanden. So, aber schaut mal, wie spät Gate da nochmal von der Mitte kommt. Also der ist jetzt gleich eine Banane drin, ne? Jetzt Cadian auf jeden Fall schon mal mit gutem Druckaufbau über die City Base. Man geht hier an die Waffe, da kommt er gerade nicht dran. Und jetzt wichtig natürlich auch der Bananenspieler, der muss jetzt hier gleich Druck aufbauen. Das ist hier Gate. Hier in 70 AP. Gate mit einem wird aber dann gerefragt. Damit hat man einen Spieler schon mal bekannt. Den zweiten hat man jetzt schon mal rausgenommen. Das heißt, maximal noch einer auf dem Spot. Das ist im Dark. Dark und Banane. Beide Spieler sind jetzt hier in den Köpfen der Nordmänner. Einen holt er raus. Engine mit der Möglichkeit. Engine den zweiten. Engine. Und das ist die Runde hier für das türkische Team. Dieses türkische Line-Up. 1:1. So, wahrscheinlich ja, lieber Steepex. Ich weiß es noch nicht hundertprozentig. Aber jetzt erstmal hier 1:1. Und bei North ist man auch mit dem Force Buy am Start und möchte sofort gegen die Space Soldiers hier ran. So, und die Granaten sind fast identisch nebeneinander von der Flugbahn her. Die Banane relativ standardisiert hier eingenommen. Man gibt sie aber sofort auf. North aber im Gegenzug versucht sie wieder einzunehmen. Informationen zu suchen. Und damit entscheidet sich Space Soldiers für den A-Spot. Da warten nur zwei Spieler. Einer jetzt im Arc unterwegs. Beim Arch. Panik vor der Flashbang gehabt. Schon mal direkt so dieses Umdreh. Diesen Umdreh. Reflex drin gehabt. Und auf dem B-Spot, da ist nur ein einzelner Spieler. Und wenn ich es richtig erkenne, ist das... Wer ist er denn jetzt? Ach, AZ. Einen, aber mehr schafft er nicht. Kirby war wieder früh da.
Hat auch schon einiges gefressen an Damage, aber trotzdem Kallax kriegt ihn rausgenommen. Gate und Cadian sind die letzten beiden Überlebenden. Wird man hier den typischen Tower spielen? Diesmal sogar den versetzten Boost, nicht dahinter. Bombenpfleger unter Druck gesetzt, aber mehr macht er da auch nicht. Und von hinten erwartet schon jemand, und zwar der gute Major oder Majer. Und schon bekommt er hier das nächste Ründchen auf dem Konto von den X-Space Soldiers. 2:1. Und die Dänen das erste Mal im Rückstand. Organisation haben sie sich grundsätzlich noch nicht getrennt, sondern sie distanzieren sich von ihr. Wollen nicht mehr unter ihrem Namen spielen. Sagen ganz klar, damit wollen wir nichts zu tun haben, weil es da irgendwelche Zahlungsrückstände und insgesamt sehr schlechte Zustände für die Spieler gab. Und da hat man für sich entschieden, okay, da müssen wir ein Zeichen setzen. Da werden wir nichts mehr für machen. Aber unter Vertrag sind sie noch. Und insgesamt ist natürlich auch der Slots oder die Slots sind natürlich auch mit den Ligen verankert. Und teilweise gibt es auch klare Regeln, dass man die Logos und so weiter behalten muss. So, schönes Setup, dass man das spielt. Sanktaris macht es jetzt richtig, immer nur die Shoulder-Peaks. Den Vorteil erzielen, aber dann selber auch wieder nur noch auf 8 HP. Es wird gepusht, Nummer 1, 2. Kann nicht unter Druck gesetzt werden, doch, schön. Und Gate holt sogar 2 Spieler, den ersten habe ich gar nicht mitbekommen. Kallax ist da irgendwie scheinbar direkt geflogen. Und so mit 3:1 in diesem Moment. So, Noss, erste richtige Waffenrunde. Nachdem man gerade eben die Eco oder die Anti-Eco verkackt hat. Es wird relativ zügig die Mitte angespielt, aber auch da gibt es immer wieder Antworten von den Nordmännern, die wissen natürlich, wie sie an der Mauer spielen müssen, um das Ganze hier runterbrechen auf die Game of Thrones Mythologie. So. Ja, wie steht bereit? Wird nach vorne geschickt, hat zumindest ein bisschen Informationen sammeln können. Jetzt schnell auf den Spot, das wurde vielleicht noch geholt. Nein. Sie pushen nicht hinterher. Und jetzt immer wieder Zanken, stark gemacht. 2 weitere müsste er gesehen haben, wenn ich mich nicht täusche. Und da natürlich die Überzeitsituation wunderbar erzielt. Man baut Druck auf. Durch die Smoke darf man nicht durch, dann fehlt da natürlich einiges an Zeit. Jetzt kommen hier die Granate, die Smoke wissen zu spät. Aber Kirby schafft es schon mal, den ersten Push den Spieler, und zwar namentlich Engine, dabei rauszunehmen. Und ja, AZ komplett im Feuer gefangen und Xantaris, eieiei, durch die Smoke nochmal. Da ist man aber auch ein bisschen zu sloppy. Was spielt man denn da bei den Nordmännern, Mann? Also die Runde hätte man locker gewinnen können hier. Locker flockig. Das war schwach ausgespielt. Schwach ausgespielt von Norse. GG. Und jetzt die Frage, wo wird man hingehen? Er kann nur noch auf den B-Spot legen. Nur wo legt er? Cadian sehr früh unterwegs. Molotov kommt rum, Cadian zieht. Oh, das hätte Xantaris haben können. Also da so ein bisschen das Duell Not gegen Elend. Das gerade in Cleanfeed-Ruckler. Nicht wundern. Und somit haben wir hier das 2:3 für Nors. Und geldtechnisch, ja, nicht so hundertprozentig auf der Höhe bei Nors. Man könnte jetzt bei Cady natürlich erwarten, dass er 2 Waffen legt. Oder eine AWP. Die Option hat man. Ja. Legt eine Waffe, bleibt bei der AWP.
Und somit hier eine wegweisende Runde für beide Teams. Wer diese gewinnt, schickt den anderen in die Eco. Oder vielmehr in Money-Schwierigkeiten. Schaut euch mal an, wie kacken dreist Gadian. Da einfach nicht mehr die Mitte anaimt, weil man genau weiß, dass der Respekt des Teams so groß ist, dass man da nicht einfach wie der letzte Irre rumzieht. So, und Gadian keinen Respekt. Zieht einfach nochmal rum. Und ich glaube, er ist immer noch nicht fertig. AC mit dem nächsten AC. Schönes Double-Setup dann zusammen mit Gadian. Gadian Nummer 4. Und damit hat man hier das Full ausgeholt. Sehr stark gemacht. Nur ein Spieler verloren. Ja, aber nimmt man selbstverständlich mit. Und das auf jeden Fall wichtig und entscheidend. Vor allen Dingen auch mit so vielen Spielern zu überleben. Bei dieser entscheidenden Schlüsselrunde hier zwischen X-Space Soldiers und NOS. Die Eagles sind da, drei Stück, ne, vier Stück sogar. Ne, drei Stück. Hab ich doch erst richtig gezählt. Aber Gates, der hat Bock, der möchte direkt mal falsche Mitte aimen, kriegt da sofort einen Spieler herausgenommen. Das ist natürlich immer mega ärgerlich, wenn einfach so offensiv weggepusht wird. Das provoziert auch. Also man muss auch manchmal sagen, da wird natürlich auch viel auf Psychologie gespielt hier bei den Teams. Und die größte Frage ist, was glaubt ihr denn, wer hier gewinnt, Freunde? Wer gewinnt denn hier? Wird es X-Space Soldiers sein oder wird es NOS machen? Oh, okay, den verschießt. Aber die Info, dass erstmal in den Rippen gar nichts ist, ist eher in diesem Fall sogar gar nicht mal so die vorteilhafte. Denn da wartet noch einiges. Da wartet noch einiges. Xantaris ist sogar mit der Glock erfolgreich und das heißt was. Denn die Glock, die braucht natürlich ein paar Schuss, um hier jemanden mit Helm herausnehmen zu können. Und vor allen Dingen hat sie natürlich überhaupt gar keine Chance grundsätzlich gegen die Waffen und Walde. Der überlebt das easy peasy, 25 HP und donnert da erstmal schön auf die Backen dieser Spieler. So, NOS, X, NOS, NOS. X, X, NOS. NOS, X, NOS, NOS, NOS. NOS, NOS. Also tendenziell auf jeden Fall mehr NOT-Anhänger. Aber man glaubt ihr in der Community zumindest oder weist in der Community gute Chancen den X-Spagers zu, den X-Spagers, was habe ich jetzt gerade gesagt? Den X-Spagers, ja. Den X-Space-Soldiers. So, und für alle, die sich fragen, um was geht es hier? Der Gewinner ist schon safe im Minor. Im EU-Minor. Der Verlierer rutscht runter ins Lower Bracket, was morgen übrigens mitunter übertragen wird. So. Inferno, langsamer Aufbau, man kennt es. Ich glaube, statistisch gesehen die langsamste Map. Aber auch nur, weil es bei Overpass so viele B-Rushes gibt. So, ich glaube, wir sollten fast einen Befehl erstellen, liebe Mods. Ausrufezeichen XSS. So, und Kirby, der bekommt zumindest schon mal den ersten. So, Walde mit dem nächsten, Kelly X-Pex. Also überall knallt es schon, aber am Ende immer wieder so ein kleines Quäntchen vorne von den Jungs von NOS, aber was für ein Schlagabtausch. So, und jetzt One-on-One-Situation. Ah, okay, den früh da. Das Timing schwierig. Fünfte Runde trotzdem. Man hat vier Mann bei NOS verloren. Und das bedeutet natürlich, dass man hier geldtechnisch einiges auf der Strecke gelassen hat. Hier würde ich mir eigentlich mal ein Timeout wünschen von den Space Soldiers.
spätestens dann danach. Was ist Minor? Das Qualifikationsturnier fürs Major. Schöner Push davon, Walde. Ah, er ist wirklich nicht gerade so goldig geaimt. Aber dann der letzte Spritzer rüber. Auf die Figur, schön ins Köpfchen. Rosti. Sechs zu drei. Drei CZs, zwei Tech Nines. Das könnte man hier wirklich nochmal mit Gewalt versuchen. Brechstange Counter-Strike funktioniert auch sehr gerne mal. Jetzt geht's hier super schnell Richtung B. 1, 2, 3, 4. Stark gemacht. Letzter überlebender Majer. Und auch der brennt schon mal ordentlich. Hat nur 16 HP. Kriegt den Bombplan vollzogen. Aber die Runde. Oh nein! Das war nicht so gut. Aber vielleicht hat es auch bewusst gemacht. Ich gaste normalerweise Tierfilme. Jetzt habe ich es gelesen. Na klar. Vielleicht hat es bewusst gemacht, um den Gegner nicht so viel Geld zu schenken. Weil er wusste, dass er diese Runde verliert. Aber grundsätzlich gegen Seedy sollst du eigentlich immer fighten. Denn wenn du dem Gegnern eine Waffe herausnimmst, hast du ihnen schon mehr gegeben als die paar $250, die du da sparst. Oder den Gegner nicht gibst durch einen Molotov-Kill. So, nächste Runde wieder mal. Equipped bei den Space Soldiers. Und die müssen jetzt endlich loslegen. Uiuiui, da kommt die Waffe entgegen. Und wieder mal Unterzahlsituation für die Space Soldiers. So. Da. Und wieder ein langsamer Aufbau. Ich mache mir eben die Äuglein zu, Freunde. Chill mal eine Runde. Bis es hier weitergeht. Sagt mir Bescheid. Aber AC schafft schon mal einen beim Schlagabtausch zu Gammon gegen Sanctaris. Aber Kirby, der hält die Mitte. Kirby, keinen weiteren. Und damit nur noch Major alleine gegen drei. Und das macht Geld gut. Schön über die Smoke hinausgeguckt. Kuckuck. Denken die sich. Und damit ist es hier das 8 zu 3. Und somit, ja, da ist das Timeout. Ich muss immer noch lachen von der Röhrig-Imitation vom Mausbots-Spiel. Ja. Du das notice, dass Moppet so laut ist? Hey Gott. Hey, nee. Die Russen sind da. Guten Tag, Frau Hansen. Sanitäre Anlagen, Heizungsbau, Klima- und Schwimmbadtechnik. Röhrig. Einer geht noch, aber dann ist Schluss. Prost. Eckhardt, ich hab da was im Mund. Es schmeckt so komisch. Du, das Note ist, dass hier so rumoxidiert? Nee. Und los geht's. 8 zu 3. Space Soldiers wieder mit Equipped Round. Jetzt müssen sie aber echt mal loslegen, Freunde. Jetzt müssen sie echt mal loslegen. Sonst wird es... Ja, werden es zu viele Runden für North auf der City-Seite. Und dann natürlich auch für die Space Soldiers. Keine einfache Angelegenheit auf der tendenziell etwas besseren oder Vorteilsseite City auf Inferno. Genug Runden an Land zu ziehen.
Aber das Hühnchen hat mich jetzt gerade richtig erschrocken. So, und jetzt geht es letztendlich auf den Spot drauf. Man spielt relativ passiv bei den Nordmännern. Aber Gate kann einen rausnehmen. Xantaris dann unter Druck gesetzt. Gate immer noch auf dem Spot. Der wird natürlich gut hier hinter die Fittiche genommen. Aber Wald unterstützt das Ganze sehr stark. Hey, der mit Reinka! Wald einfach nur stark. Gate mit diesem Mixen. Super gut gemacht. So muss es sein, Freunde. So, und wieder mal Matchpause. Krass. Also, zweimal hintereinander, so zügig geht das Ganze. So, 9:3 in dieser Partie. Ja, und jetzt langsam muss ich aber Space Soldiers was einfallen lassen. Denn es ist, glaube ich, ihr Map-Pick, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich meine, es wäre der Pick von Space Soldiers. Das Lower Bracket wird auf jeden Fall kein leichtes Unterfangen. Wenn ich es richtig gesehen habe, ist, glaube ich, Ex-Kinguin, das Gegner von Sprout. Oder wer war es nochmal? Der nächste. Also es wird nicht einfacher für die deutschen Sprösslinge. Jetzt falsche Mitteaufbau, komplett mit Pistols. 5 Waffen unterwegs. Und die neuen Steingerölz-Sound-Granaten sind immer noch am Start. Also einige Alpen wurden hier schon abgerissen. Dann Gate ihn schon mal kann sehr viele Informationen sammeln. Der bleibt auch dementsprechend stehen. Jetzt zieht er sich noch ein bisschen weiter zurück. Also da nutzt natürlich auch die Jungs von Space Soldiers sehr schön ihre Granaten ein. Aber das funktioniert nicht ganz. Timing-technisch nicht ideal abgespielt. Walde, der hat nochmal Bock, wird von hinten schon mal angegangen. Alter! Und Walde sieht es trotzdem nochmal. Flawless Round für die Nordmänner. Und die Space Soldiers hier gerade große Schwierigkeiten irgendwie gegen dieses dänische Top-Line-Up gegenzuhalten. Walde bekommt hier schon mal sehr, sehr früh mit dem Push den nächsten Frag. Und schaut euch mal an, wie respektlos die mittlerweile da am Start sind. Wahnsinn. Also die zerstören hier gerade Space Soldiers wirklich in allerhöchsten Tönen. Holy. Und da muss man irgendwie sich erstmal akklimatisieren. Man kann nur hoffen für das türkische Line-Up, dass sie sich auf der City-Seite besser fühlen. So, Hälfte Runde für North sollte hier eigentlich safe sein. Und wie wäre es natürlich? Es wäre wieder dieses typische Counter-Strike. Ey, die Hühner, ey. Wenn man hier... wenn man hier so eine lange Phase der Dominanz hatte und jetzt die letzte Runde doch nochmal abgibt. Irgendwie hat das ein psychologisches Ursprung hat das. Dass bei solchen Situationen ganz oft die letzte Runde geholt wird. Mal sehen, ob man es auch hier bei dieser Partie so erleben kann. Die Nate-Sounds klingen wie ein Artillerieschlag. Jo, das stimmt. So, sehr, sehr passiv.
man lässt Space Soldiers hier den Raum, um sich ein bisschen weiter auszubreiten auf der Map. Man bleibt einfach 2-3 stehen, man erwartet hier immer noch die stärkere Manpower, die stärkere Firepower. So, und jetzt kommt eine Smoke Richtung lang, um letztendlich hier nicht ins Streufeuer zu geraten. Aber AZ, timingtechnisch, möchte jetzt gleich hier mit der AE-Granate nochmal Schaden anrichten. Aber na, so richtig tut es nicht weh. AZ wird rausgenommen und dann ist Valdi hier mit dem wichtigen Duell. Aber das macht er schön da im Teppichgang. Zieht sich sehr weit zurück, der gute Majer. Und dann kriegen sie hier auch auf dem Spot erstmal die Spieler geklärt. Gervi und KDM, 2-3 Situation. Letzte Runde, den ersten Spieler schon wieder gesehen. So. Und Kellix, der bekommt nur einen. Vor die Flinte gestellt und den holt er auch direkt. Und den zweiten nimmt er sich auch noch mit. Sehr stark gemacht. Also wieder mal, wie gesagt, hier dieser typische Effekt, dass man dann am Ende diese letzte Runde dann doch nochmal für sich entscheiden kann. Also es geht jetzt gleich hier weiter direkt mit der zweiten Halbzeit. Danach folgt natürlich noch Overpass und wenn wir es benötigen, Freunde, wenn wir es benötigen, gibt es am Ende nochmal auf der dritten Map D-Dust 2. Das ist natürlich immer wieder eine Map, die ich sehr, 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 sehr gerne sehe. Ja, aber trotzdem erstmal ein grundsolides North. Am Anfang ein bisschen struggling. Space Soldiers konnten viele Anteile im Spiel holen, konnten auch vor allen Dingen die Anti-Eco für sich entscheiden, die Eco. Und das ist natürlich auch immer wieder so eine Sache, die wichtig ist. Weiß eigentlich jemand, warum sie den Sound geändert haben? Es wurden natürlich viele Sounds umgestellt, ne? Von den Waffen schon alleine. Und dann gehen sie natürlich an die Pistols und dann sind sie jetzt wahrscheinlich auch noch an die HE-Granate gegangen. Wer weiß, wann die Smoke als nächstes kommt oder die Flashbang, ob man da vielleicht auch neue Geräusche kriegt. Aber ganz ehrlich, fände ich sogar unnötig, denn die mag ich eigentlich sehr gerne. HE-Granate war auch nicht irgendwie störend, aber grundsätzlich, ja, keine Ahnung. Die neue ist jetzt auch nicht schlimm. Es ist immer gewöhnungsbedürftig. In, sage ich mal, 2 Monaten kräht kein Hahn mehr danach. Und das ist auch immer so, wenn man sich alte Counter-Strike-Videos anguckt und dann die AK-Sounds hört. Das kommt einem mittlerweile schon richtig fremd vor. Aber wir gehen jetzt wieder in-game, Freunde. Wir sind bereit für die nächste Halbzeit. North gegen die X-Base Soldiers. Engine mit Flash und einem Diffuse-Kit. Auf der anderen Seite sehen wir jetzt 3 Smokes insgesamt bei Gate, Wald und Cadian. Und dann 2 Molotovs, eine Flash und sogar eine P250. Also man hat ganz klare Pläne, wie man das Ganze anspielen möchte. Man kann natürlich damit wunderbar dann Y und Dark mollen und auf den Spot hier drauf gehen, denn man weiß dann, die Spieler sind gezwungen, nach vorne zu pushen. Und dann gibt es Eskalation in die Fräse. So, Molotovs genommen, genauso wie ich es angesprochen habe. Y und Dark werden die Molotovs ausgepackt. Ersten Spieler schon mal geholt. Man zieht aber sich relativ weit trotzdem noch zurück auf den Spot. Erster Flag wurde gesetzt und dann geht es hier weiter. Oxantaris. Boah! Schönes Brett gegen Kirby. Die Ecke checkt man natürlich nur pro forma. Walde, oh, schönes Duell. Und damit 2-3. Also die Piste hier für die Space Soldiers noch nicht vorbei. Cadian, noch nicht bekannt. Der hat sich durchgemogelt. Der glitscht sich da durch. Wie ein Aal. Ja, keine Chance. Also da haben sie es natürlich auf dem Schirm. Die Fuse geht easy durch. 5. Runde für die X-Space Soldiers. Und die holen sich damit hier eine Pistol in dem Match. Aber guckt euch echt mal ein paar alte Counter-Strike-Clips an. Wenn ihr da die AK und so weiter hört, dann denkt ihr euch, ach ja, so hat die sich ja mal angehört. Also schon interessant, wie schnell der Körper, der Geist sich da umstellen kann, was der Mensch eigentlich für ein Gewohnheitstier ist. Wieso werden die Einstellungen der Konsole nicht mehr gespeichert? Keine Ahnung, Alter. Was meinst du, welche Einstellungen in der Konsole? Einfach immer nur Auto-Exec machen, dann hast du keine Probleme. So, Majer möchte da
gegen den Teppich auf jeden Fall schon mal die Informationen sammeln, vor allem auch schon Frags ziehen. Das kriegt er aber in dem Augenblick nicht hin. Sehr passiv stehend, die Jungs von Norse. Aber alle mit CZ am Start. Und da Walde, schönes Double-Setup. Ich glaube, da waren sie so getauert. Und dann die Frage, wie stellt man sich jetzt hier um? Man lässt ihn rotieren. Xantaris kommt auf den A-Spot und das ist wahrscheinlich sogar die richtige Entscheidung. Jetzt kommen die Flashes, sehr schöne Granate, man setzt sie unter Druck und jetzt kommt man raus. Xantaris mit dem ersten, Bass. Der hat ein bisschen Schwierigkeiten, aber zusammen mit Xantaris funktioniert das Ganze. Xantaris, drei Frags gemacht, aber Kirby! Was macht der für einen Schaden, Freunde? Aber dann Kalix mit einem schönen Winkel. Da, nicht mitgerechnet auf Seiten der Dänen. Und somit hier auf jeden Fall trotzdem eine erfolgreiche Eco. Oder ein erfolgreicher Force Buy. So, ein durchschnittlicher Mensch braucht, glaube ich, ca. 6 Wochen, um sich an was zu gewinnen. Das wird aber sehr lang. Keine Ahnung. Für mich ist mittlerweile der HE-Sound jetzt schon normal, obwohl der erst ein paar Tage alt ist. Dann ist ja auch die Frage, 6 Wochen Zeit, die man mit ihm verbringt, oder nach 6 Wochen, wo man es immer wieder kehrend hört und wie oft man hört man es. Also das ist natürlich etwas schwammig. Aber solche Dinge finde ich immer sehr interessant, deswegen finde ich auch insgesamt Forschung und Psychologie etc. wirklich sehr erfrischend. Wenn man sich beispielsweise mit solchen Dingen beschäftigen würde, wie sehr man da den Unterschied noch vernimmt. Aber es bleibt am Ende trotzdem immer subjektiv, auch wenn man vielleicht eine Stichprobe von 100.000 Leuten nimmt. Das wäre dann schon aussagekräftiger. Aber naja, darum geht es jetzt gerade nicht. Wissenschaftlich wollen wir aber hier das Match unter die Lupe nehmen. 4 Akkas, eine MP5 auf Seiten von North. Man möchte was Schnelles spielen, hundertprozentig. Sonst wäre Kaden jetzt hier nicht auf der MP5, sondern hätte sich die AWP gegönnt. Und dann bleibt man auf der MP5, um dann bei einem Tod zu upgraden und dann nächste Runde hier mit der AWP punkten zu können. NG mit 2 Stück stark gemacht. Aber trotzdem immer noch 2-gegen-2 Situation. Und Space Soldiers, die brauchen. Die brauchen diese Runden. Kalix, früh da. Wartet jetzt auf Xantaris, der ihn unterstützen kann. Beide Spieler jetzt eigentlich bekannt. Erste wird gecheckt. Hier aber Walde immer noch im Pit. Oh, stark gemacht. Er lässt ihn einfach tot sprayen. Wie stark war das bitte gemacht? Reicht das? Ne, das reicht nicht, oder? Ne, auf keinen Fall. Also, 12-7, ganz knapp diese Runde noch an die Nordmänner gegangen. Und somit ist es hier, ja, eine sehr, 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 sehr enge Runde. Aber wie gut Walde da reingespritzt hat und Kalix einfach defensiv geblieben ist, rumzieht und Headshot macht. Zum Beispiel sowas wie Zähneputzen, machst du das regelmäßig ca. 6 Wochen lang jeden Tag, dann bist du an dem Punkt, dass du dich daran gewöhnt hast und es automatisch und unbewusst macht. Ach so meinst du das, okay. Aber ich finde persönlich schon, dass ich das innerhalb von, keine Ahnung, einer Woche ist das dann weg, dann nehme ich es fast schon gar nicht mehr wahr. Aber gut, da gibt es immer wieder neue Situationen auf anderen Maps und weiß ich nicht, wo man den Sound dann vielleicht doch nochmal anders hört. Wo man normalerweise was Altes gewöhnt ist und dann kriegt man es nochmal auf den Schirm. Also gut, vielleicht kann es sogar sein. Ein Richtwert wäre es auf jeden Fall schon mal. Aber Space Soldiers, die brauchen jetzt hier erstmal die richtige Richtung. Das wäre wichtig. Denn sie haben 3 Rifles, eine AUG dazwischen, eine SMG und sonst nur eine Pistol. Utility-technisch immer noch mit 2 Molotovs und einigen Smokes gut aufgestellt, um letztendlich hier Verzögerungen herauszuziehen und sich da einen Vorteil zu erzielen.
So, Spot abgesmoked. So, und Gate bekommt hier ganz... Oh, wichtig. Das ist so wichtig für die Nordmänner. So wichtig. Und Engine, was will der jetzt noch machen daraus? Ah, ein Erzielter. Kann sich sogar die AK gönnen. Jetzt die drei Waffen durchbringen. Wunderbar. Oh, jetzt übertreibt man. Jetzt übertreibt man. Jetzt ist der Retake noch locker machbar. Hat man den Diffuse-Kit am Start? Nein, hat man nicht. Oder ich finde es gerade auf dem Hut nicht. Und was für eine schöne Setup hier. Man hat schon damit gerechnet, dass Banane nichts mehr kommen wird. Und dann ist Major auch noch rausgenommen. Also da wäre der Waffensafe wahrscheinlich sogar der sinnigere, die sinnigere Entscheidung gewesen. Aber im Nachhinein ist man immer wieder klüger. 13 zu 7. North hat jetzt hier eine Runde gegen eine Eco. Wenn sie die nicht abgeben, haben sie ein sehr, sehr gutes Standing hier. Sich entscheidende Runden für diesen Map-Gewinn zu sichern. Ja, der Mensch als Gewohnheitstier. So war ich früher auch. Wenn es irgendwas gab, ich habe immer dasselbe geholt. Ich habe, glaube ich, irgendwie so mehrere Jahre zum Sonntagsfrühstück immer das Gleiche gegessen. Und auch immer den gleichen Eistee und immer das Gleiche gedöhnt und immer gleich. Jetzt bin ich mittlerweile so, dass ich echt einiges Neues ausprobiere. Außer Schnitzel. So, Kellix und Xantaris. Sind die letzten beiden, die vielleicht hier noch irgendwie gucken können, dass sie mal die eine oder andere Waffe herausnehmen. HE haben sie keine. Also wenn da North im Pit safen möchte, haben sie nicht die Möglichkeit, sie da zu sprengen. Oder ihnen passend genug Damage abzuziehen. Was hältst du eigentlich vom neuen Dropper in Cobblevenne? Ah. Bisher kann ich mich noch nicht wirklich an die Map gewöhnen, aber ich habe sie auch, glaube ich, noch nicht im Hellen gespielt. Aber irgendwie liegt sie mir nicht so. Mal gucken, vielleicht gebe ich ihr demnächst nochmal eine Chance. Ich finde es ungewohnt, dass die Terrors halt früher da sind. Die Cities. Aber naja. 14 zu 7. Und auf geht's in eine nächste Equipped Round. Und man hat wieder keine AWP bei X-Space Soldiers. Ob ihnen das nicht zum Verhängnis wird? Ohohoi. Okay, das ist ein harter Vergleich, Todekai. Checken sie trotzdem dann nochmal den Winkel. Oh, Engine verschießt. Kriegt den Spieler nicht rausgenommen. Zieht man sich zurück. Eingemacht, aber 1-1 ist in Ordnung für die Terroristen. Warum stirbt man nicht, wenn man 5 Meter von der Bombe entfernt steht? Das ist da so, bei Inferno. Aber ich weiß, nicht, ob sie passiv gelegt worden ist. Wenn sie rechts vom Spot gelegt worden ist, dann ist sowieso nochmal was anderes. So, aber es geht jetzt erstmal auf den Spot drauf für die Nordmänner. AZ, Wilde und Cadian. 3 gegen 4, auch wenn Xantaris hier nur noch wenig HP hat. Er macht jetzt schon mal ein bisschen Damage. Und das Aiming sitzt jetzt gerade... Oh, es sitzt einfach gar nicht bei den Soldiers. Es sitzt einfach gar nicht bei den Soldiers. Trotzdem diese Runde absolut machbar für das türkische Lineup. Auch wenn hier Major noch 100.000 Jahre braucht, bis sie da sind. So, okay, ein schönes Brett hier gegen Fest. Major, einen Major. Kannst du noch was machen?
Nee. Keine Chance. 15-7. Noss auf der Überholspur. So, werden die ESL One 19er Spieler auch gecastet? Ich gehe mal davon aus, ja. So, und weil der 26 Fracks, Gate 21, die beiden hier auf jeden Fall mit Trägerfähigkeiten, haben sich da einen ordentlichen Rucksack auf den Rücken geschnallt. Man muss einfach sagen, das dänische Counter-Strike ist momentan einfach on point. Also auch hier die X-Space Soldiers gerade wirklich etwas machtlos. Ich muss es nochmal überprüfen. Huch. Maps. Ach Mann. Ja, es ist echt der Pick von Space Soldiers. Also ich muss es jetzt echt nochmal überprüfen. 15-7 steht es. Sehr, sehr langsamer, behaglicher Aufbau. Ist die Knochenregel schon ins Türkische übersetzt worden? Das ist die große Frage. Wobei ja viele türkische Menschen mittlerweile auch gut Deutsch sprechen. Oder zumindest ein bisschen Deutsch. Durch Familie in Deutschland und so weiter. Aber Walde erzielt hier schon mal auf jeden Fall den ersten Frack. Walde, der ist heute hier auch wirklich der Carry vom Herrn. Das ist ein super guter Laufweg. Machen hier den B-Split Xantaris. Der versucht natürlich irgendwie nochmal ein bisschen Damage zu erzielen. Schafft es nicht. Wird jetzt rumgezogen. Walde kriegt nochmal den nächsten. Xantaris bekommt einen. Genauso wie Engine. Und jetzt, Kellix. Den hätte er haben müssen. Dann wäre es vielleicht nochmal offen gewesen. Aber so Engine alleine gegen drei. Keine Chance. Das ist die Runde, ihr Freunde. Das ist die Runde für die Jungs von den Nordmännern von Nos, die hier die erste Map fulminant und auf jeden Fall mit ordentlich Power gewonnen haben. Absolut verdient. Anders kann man nicht sagen. Wir werden kurz ungefähr 10 Minütchen Pause machen, denke ich mal. Ungefähr um den Dreh. Und dann sehen wir uns gleich wieder hier auf 19er Damage mit der nächsten Map. Und zwar Overpass. Tschüss.